Geräusch gerade ein bisschen. Was haben wir hier? Notrufterminal, der zweite. Bin gerade am Überlegen, ob das Geräusch wirklich von den Dingern kommt. Ach, das ist von der Säge. Ich bin auch selten dämlich manchmal. Frag mich, woher dieses Geräusch kommt, dieses Knattern, und hab erstmal eine. Oh, fuck. Und hab erstmal eine Elektrosäge in der Hand. Doch. So, da haben wir ihn mal schnell weggepumpt. Und da kommt schon der nächste. Der ist, glaube ich, ein bisschen heftiger. Was, wirft der auch was? Oder? Nein, der schießt nur, okay. Komm her! Komm her, du Mistvieh. Immer schön auf den Kopf. Aber bitte nicht auf unseren. So. Das war jetzt schön gesprayt, aber immerhin haben wir ihn. Chinesisches Sturmgewehr und der Gefängnisschlüssel. Na, was will man mehr? Natürlich sind wir überlastet, aber nicht für lange Zeit, denn natürlich können wir das chinesische Sturmgewehr aufrüsten. Ja, das macht doch Spaß. So, mehr hatte der Gute leider nicht mehr. Ich wechsle mal wieder auf die kleine Pumpe. So, da ist der andere. Für die Jagdflinte. Dann können wir die doch eigentlich wieder benutzen. Ich sagte, dann können wir die doch eigentlich wieder benutzen. Aber vorher machen wir hier noch ein bisschen Gelee aus der Kakerlake. Und ab geht's. Aber wieder in den Schleichmodus. So, wo waren wir eigentlich? Wo sind wir hochgekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Hier waren wir noch nicht drin. Hier waren wir auch noch nicht drin. Oh. Der hatte echt ein längeres Geschäft hier, habe ich das Gefühl. Naja, wie sagt man so schön? Alles raus, was keine Miete zahlt. Verstümmelter Torso, den müssen wir nicht unbedingt im Inventar haben. Und hier ist weiter nichts. Ja. Nun gut. Komm her. Und ich glaube, auch diese Etage ist mittlerweile safe. Ich habe nichts gesagt. Da hinten lauert doch schon wieder was. Ich sehe es doch hier auf meinem Kompass, beziehungsweise nicht Kompass, sondern Radar. Ist das, glaube ich, eher. Es ist beides, ne? Es ist so ein Radar-Kompass, was auch immer. Auf jeden Fall, es ist ein super Teil, denn wir sehen dadurch direkt unsere Feinde. Und das ist natürlich super praktisch, aber ich habe das Gefühl, dass die in einem anderen Bereich sind und wir deshalb noch ein bisschen rennen können. Waren wir jetzt hier schon drin? Ich weiß nicht mehr. Ach genau, hier bin ich reingegangen. Beziehungsweise hier habe ich reingeguckt in ein Spielzeugauto. Nein! Nein! Verdammt! Immer diese Minen. Wir benötigen die Dietrich-Fertigkeit 50. Und genau das werden wir auch aufleveln, auf jeden Fall im nächsten, beim nächsten Level up. Okay, hier sind wir wieder draußen. Das wollen wir nicht. Denn wir haben ja von den Supermutanten. Wir haben ja von den Supermutanten gehört, dass sie hier Menschen gefangen halten. Und ich glaube, die haben wir. Nein. Nein. So.
Und ich glaube, die haben wir geradewegs gefunden. Na, wer bist denn du? Schnell! Tür auf! Sie müssen diese Tür aufkriegen! Das sollte nicht so das Problem sein. Aber ich guck mich erstmal noch ein bisschen um. Hier im Spind ist weiter nichts. Aber wir können hier mal schnell ein bisschen schlafen, um uns wieder zu regenerieren. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, weil wir wurden doch schon ein bisschen angeschlagen jetzt hier von der Tretmine, in die wir leider Gottes reingelaufen sind. Na, sonst noch irgendwas? Nee, sieht ganz clean aus hier. Aber hier können wir unsere Fertigkeiten anwenden. Aber wozu? Ich kann gerade nicht genau sagen, warum, aber immerhin hat es uns XP gegeben. Das ist ja schon mal was. Nun gut. Dann befreien wir dich doch einfach mal. Aber jetzt... Sie können mich doch nicht einfach hier zurücklassen. Nee, habe ich nicht vor. Sie retten mich? Danke. Ich dachte wirklich bereits, wir wären erledigt. Ja, ich glaube, die anderen sind tot. Wer die anderen? Oder noch was Schlimmeres. Glück gehabt, dass ich vorbeigekommen bin. Danke, das ist alles. Ich hab bla bla blub. Als ob ich das nicht wüsste. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg nach draußen finden. Ist da noch jemand? Alle anderen sind entweder tot oder wurden sonst wohin verschleppt. Nun, mit Ausnahme von Shorty vielleicht. Den haben sie vor kurzem nach unten in die Küche gezerrt. Aha. Aber bisher ist niemand aus der Küche zurückgekommen. Warten Sie hier, ich schau mal nach Shorty. Wenn ich häng doch hier nicht rum, damit mich irgendein Supermutant erneut einsperrt. Es gibt ja irgendwo in der Nähe eine Hintertür. Wenn sie nicht bald zurück sind, hau ich ab. Wenn ich weg bin, treffen wir uns in Big Town wieder. Mach was du willst, Lady, oder was auch immer. Du bist eine Lady, ne? Mach was du willst. Ich suche Shorty. Aber zuerst natürlich den Weg in die Küche. Polizeihauptquartier. Nee. Nun ja, ich glaube. Ach, hier waren wir. So, wenn ich eine Küche wäre, wo wäre ich? Hier sind wir entlang gekommen. Hier war die Tretmine irgendwo. Der hätte uns ja auch mal einen Hinweis geben können. Aha. Ich glaube, das Blut hier auf dem Boden und der Handabdruck ist Hinweis genug. Ja, lecker. So, mal sehen, was uns hier erwartet. Wir schleichen erstmal rein. Sicher, sicher. Gewehrschrank. Oh, lecker. Naja, die Kornkroken, genau, die Kronkorken, die brauchst du bestimmt nicht mehr. Na. Was eine Sauerei, ist ja schlimmer als beim Schlachter, ey. Wobei, im Grunde ist es ja, glaube ich, dasselbe. Hier ist noch ein Stimpack. Das nehme ich mal direkt an mich.